eröffnen somit die heutige Session, das digitale Meetup der Don Bosco Schule Rostock zu den Zukunftskompetenzen der Schule. Ich darf mich auch gerne einmal vorstellen. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich bin Kommunikationsmensch von der Agentur Mandarin Medien, arbeite in Rostock Warnemünde und freue mich, den Schulleiter Gerd Mengel und die Don Bosco Schule zu begleiten bei diesem Projekt. Meine beiden großen Töchter sind auch an der Schule. Von daher freue ich mich da auch aus dieser Vaterperspektive einmal drauf zu gucken und fühle mich da sehr verpflichtet und freue mich, dass wir ins Gespräch kommen und in die Diskussion über die Zukunft der Schule. Das ist ja nicht erst seit der Corona-Krise ein großes Thema, sondern wir diskutieren ja schon sehr, sehr lange darüber. Ich würde euch noch mal kurz einmal bitten, das Mikro auszustellen. Achtet noch mal bitte einmal drauf. Ich weiß nicht, Conny, ob du uns da vielleicht auch. Ja, Dankeschön. Genau, super. wir haben jetzt also schon einige Meetups durchgeführt. Und Gerd, auch dich begrüße ich natürlich in dieser Runde. Heute geht es um das Thema Mut. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und wir haben uns auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, nicht wahr? Ja, ich begrüße auch erstmal alle. Ja, noch gesundes neues Jahr, guten Start, gesegnetes Jahr. Ich möchte die Chance auch nutzen, weil normalerweise, wir haben ja dann nochmal getauscht hier, wäre heute Franziska Ziep auch dran gewesen. Wir haben das Thema noch getauscht und die hat heute Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns am 26.02. Habe ich auch gerade eine tolle Zusage bekommen, noch für einen Special Guest am 26.02. Aber die, vielleicht lasse ich die Katze hinterher noch aus dem Sack. Ja, wir mussten heute die Referentin, ist eine andere als angekündigt, aber genauso gut, genauso toll. Hallo Donja, Freda ist krank, beste Genesungswünsche. Und ich glaube, was ganz gut abhärtet, ist in diesen Tagen, ich glaube, das sollte Eisbaden sein. Da würde ich dir auch, wollte ich dir auch ganz herzlich gratulieren oder zu eurer Initiative Eisbademeisters. Wir haben ja vielleicht einige gesehen auf im NDR oder verfolgen euch ja auf Social Media, dass ihr die 10.000 Euro da für die Obdachlosenhilfe zusammenbekommen habt. Gabriel, herzlichen Glückwunsch und ja, eine richtig tolle Sache und ja, Vielen Dank. mutige Ja, Sache. wir waren auch einfach mal mutig und sind in die kalte Ostsee gesprungen. Ich selber habe das ehrlich gesagt nie gemacht. Ich bin ja in Warnemünde aufgewachsen. Ich bin ja 1980 geboren, aber war auch immer nur so wie alle anderen im Sommer drin. Und jetzt hatte ich einen neuen Arbeitskollegen bekommen und der zog aus Essen hoch. Und der ging im Februar an die Ostsee, als ob es nichts sei. Und da habe ich mich natürlich herausgefordert gefühlt. Und irgendwann haben wir uns gedacht, wir verbinden das mit einem guten Zweck und wir trauen uns mal, auch das wieder so ein bisschen mit Mut, wir trauen uns mal eine Spendenaktion zu starten. Und ich durfte ja sogar an der Rostocker Don Bosco Schule bei euch das Ganze einmal vorstellen. Und auch deine Tochter Gerd ist ja im Rahmen der Aktion in den Atlantik in Frankreich gesprungen. Wir haben also ganz Hast du noch viele mit? Leute gefunden, die mitgemacht haben. Da freuen wir uns sehr drüber. Okay, lass uns starten. Genau. Dann würde ich jetzt ja machen. Also Donja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserer Runde. Du springst hier so ein bisschen auf den fahrenden Zug auf. Wir sind also schon mitten im Austausch und das Besondere an dieser Meetup-Reihe ist ja, dass wir die ganze Schule zusammengerufen haben. Also alle Lehrer sind eingeladen, alle Schüler natürlich und auch die Eltern und Familien sind eingeladen, mit dabei zu sein, das zu verfolgen, mit zu diskutieren. Daher auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben hier in Zoom einen Chat. Also es gibt eine Menge Leute, die in Zoom sind. Schaut doch mal, dass ihr den auf der rechten Seite gerne öffnet. Den könnt ihr unten, wenn ihr das erste Mal in Zoom sein solltet, auch aufmachen und dort könnt ihr auch Fragen stellen. Also das bitte auch während des heutigen Meetups gerne nutzen. Stellt eure Fragen oder auch Anmerkungen. Wir werden später auch die Donja dann nochmal diese Fragen stellen. Und wenn ihr auf YouTube seid, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann nutzt gerne auch dort den Chat. Wir werden ein Auge drauf haben, ne, Gerd? Ich kümmere mich um die YouTuber wie gewohnt, um die Fragen, die dort kommen. Die sind immer ein bisschen später. Genau. Aber Das es sind wird. ein Ganzteil Leute bei YouTube diesmal auch mit dabei. Und da geben wir also in diesem Sinne auch nochmal Grüße raus an alle, die das jetzt, die über Social Media erfahren haben. Wir möchten das also möglichst transparent machen und die Diskussion auch möglichst groß.
freuen uns über jeden, der auch zuschaut. Wir hatten sogar schon Zuschauer aus Italien, ne Gerd, und daraus ist sogar was entstanden. Ja, eine Kooperation und die mit dem Corporation Café und herzliche Grüße an Claudia in Mailand. Und wir haben am Montag das erste Mal getagt mit Magdalena, mit einer Gruppe 16 Leute. Und wir haben das Thema Friday in Angriff genommen mit Unterstützung aus Mailand von Claudia Weiß. Ja, ist doch toll, was da alles möglich wird. Und es kommen noch mehr Sachen dazu. Also es werden immer mehr, die sich beteiligen. Conny haben wir und naja, lass uns starten. Genau. Donja, dann kommen wir auch gerne zu dir. Heute geht es um dich und um eure Arbeit bei der Mutakademie. Du bist ja auch dann, wie die Freda, wahrscheinlich eine Motivatorin, so bezeichnet ihr euch, glaube ich. Ihr wollt Kindern und Schülern Mut machen, auch gerade so auf dem Weg in die Arbeitswelt, in die Berufswelt. Und da wollen wir heute gerne ein bisschen erfahren von dir, was ihr da tut. Gerd, ihr habt euch heute schon unterhalten. Erzähl doch mal, Gerd, was hast du denn auch für Berührungspunkte mit dem Thema Mut auch an eurer Schule? Ja, Thema Mut an unserer Schule. Ich sage jetzt etwas, was vielleicht ein bisschen unpopulär ist, weil man darf das Thema Mut auch nicht überstrapazieren. Ne? Und auf der anderen Seite, ich würde eher immer so vernünftig dafür verwenden. Mut gehört heute dazu, sich zu überwinden, sich eine Aufgabe zu stellen oder für Kinder auch etwas zu wagen, ein Problem zu lösen, wo man eher zurückschreckt oder vermeiden möchte. Deswegen spielt Mut in der Schule eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite sage ich auch, Freunde, benutzt das Wort nicht so oft. Also wir hören es ja in der Politik, da muss man mutig sein und so weiter. Und dann geht es einfach nur um Dinge, die man einfach machen muss, weil sie vernünftig sind, weil man sie erkannt hat. Und von daher soll man die richtigen Dinge mutig nennen. Das wäre mir wichtig. Hm. Ja, es gehört ja zu unserem Alltag mit dazu, aber auch nicht überstrapazieren. Und das, glaube ich, was die Mutakademie macht, das und die da begleitet, da ist das Wort gut verortet und gehört es genau hin. Genau, Donja, dann würden wir dich auch gerne einfach mal fragen und bitten, dich einmal vorzustellen. Erzähl doch mal, wie seid ihr zu der Mutakademie überhaupt gekommen? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also erstmal nochmal hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung, auch wenn es eigentlich an Freda gerichtet war, aber für euer Interesse an unserer Arbeit. Es ist echt richtig schön, dass ihr sowas macht und die Gemeinschaft zusammenbringt, nicht nur zusammenbringt, sondern auch auf dieser Plattform sichtbar macht, Lehrer, Eltern und Schüler, das ist immer auch in unserem Sinne. Ich bin auch nicht alleine da. Ich bin zwar spontan auf den Zug gesprungen, aber ich habe jemanden mitgebracht, der wahrscheinlich noch vorbereiteter ist als ich. Eine ehemalige Stipendiatin von uns, Ebro. Vielleicht magst du einmal winken und Hallo sagen. Genau, Ebro ist dabei und wir haben uns selbst auch lange nicht mehr gesehen. Bestimmt ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Sie ist erfolgreich angekommen, da wo sie ankommen sollte. Kann sie vielleicht nachher selber berichten, aber nachdem ich mich vorgestellt habe, werden wir später noch ein kleines Gespräch auch haben. Das heißt, gerne auch Fragen an Ebro stellen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das machen wir. Genau. Ja, wo soll ich anfangen? Darf ich denn schon mit meiner Präsentation anfangen oder ist es erstmal so ein persönlicher Austausch? Ja, wir würden auch dich ganz kurz gerne nochmal kennenlernen. Wo kommst du her? Erzähl doch gerne mal. Gerne. Also ich bin quasi, fange ich mal von hinten an, ich bin im Bereich, weil in einem gemeinnützigen und auch selbstständig gemacht, gegründet, weil es immer schon mein Ziel war, mich selbstständig zu machen. Das mag vielleicht auch kulturell bedingt sein, da wo ich herkomme. Ich bin nämlich im Iran geboren und aufgewachsen. Ich habe in Teheran die Grundschule beendet und mit 11 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Deutschland übergesiedelt. Erst in Hannover und dann sind wir nach Hamburg gekommen und seitdem bin ich Hamburg auch treu. Insofern habe ich selbst auch viel Berührungspunkte mit Veränderung, mutig sein, sich anpassen oder auch nicht. Jedenfalls immer mit dieser Selbstreflexion beschäftigt gewesen in dem Sinne.
Aber sehr, sehr früh meine Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entdeckt. Ich habe in der Schulzeit schon AGs geleitet und gegründet und neben dem Studium habe ich als Theaterpädagogin gearbeitet an Schulen. Und ich habe auch was ganz anderes studiert, nämlich Soziologie. Und wie ich überhaupt dahin gekommen bin, das ist vielleicht auch Teil der Präsentation, was mich dahin gebracht hat, was ich für Ideen hatte, in welcher Lebensphase man für Vorstellungen hat, das ist ja auch Thema unserer Tätigkeit. Ja, was ich besonders interessant fand, sind die Wechsel. Und du kommst ja auch aus einer Familie. Ihr seid ja auch eine große Familie. Wie war das Thema jetzt Mut bei euch jetzt unter den Geschwistern, unter dir und mit deinen vier, also vier Schwestern, einen Bruder? Hat es da auch eine Bedeutung gehabt? Naja, als fünftes Kind, als das Nesthäkchen, kann vielleicht ein einer oder andere, der eine oder andere auch dabei ist, vielleicht ist das Hauptthema sich sichtbar machen, mutig. Hier und da, wenn man sonst irgendwie nicht unbedingt in dem Sinne wahrgenommen wird in einem bestimmten Alter. Das in der Kindheit, würde ich einfach mal sagen. Und ich glaube, Mut, das ist ja auch so ein Wort, das irgendwie auch vielschichtig interpretiert werden kann. Und jeder, das ist auch ein Aspekt unserer Arbeit, dass wir mit Menschen sprechen und sie mal fragen, was ist eigentlich Mut für dich? Was bedeutet das für dich? Für mich ist es, glaube ich, auch eher so eine Grundhaltung, kein einmaliges Ereignis. Also ich würde jetzt nicht sagen, als ich war mutig, als ich mal auf dem Zehnerbrett stand, in der Schwimmhalle und runterspringen musste. Das ist eher eine vielleicht Übersprungshandlung oder eine Tat, die man vielleicht auch im Nachhinein bereut. Mut für mich persönlich ist eher eine starke innere Haltung. Damit ist verbunden Positivität, damit ist verbunden Selbstreflexion, innere Stärken kennenlernen und richtig einschätzen und einsetzen. Und auch einfach machen, Dinge machen. Und daraus lernen. Und das ist das vor allem, und das ist ja in jeder Lebensphase, ob das in der Kindheit ist, im Studium, familiär, beruflich, begleitet mich das Thema ja. Für mich noch, und dann können wir auch gleich starten. Mit deiner Präsentation ist ja auch die Frage, dass du ja auch Dinge angegangen bist. Ich sage mal einmal Teach First oder das Thema Mut. Kommen wir vielleicht hinterher noch, das wäre noch ganz interessant, aber auch das Thema Mut, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin, war ja in einem Radiogottesdienst sonntags in der Zeit des Lockdowns. Und da wurdet ihr vorgestellt, so als positives Beispiel, wie man in der Zeit eben Kindern und Jugendlichen Mut macht, wo man eigentlich wenig Berührungspunkte hat, weil die nicht mehr in der Schule sind, die sind in der wichtigen Phase, das war auch Vorbereitung, Abschlussprüfungen und so weiter. Und da seid ihr, glaube ich, in eine Lücke gesprungen und habt ein Bedürfnis, glaube ich, auch wahrgenommen oder konntet das Bedürfnis wahrnehmen, weil ihr eben den Kindern Mut gemacht habt, den Jugendlichen. Oder Jugendliche sind es in erster Linie, junge Erwachsene zum Teil auch. Ne? Und deswegen wäre das, eben, ich habe euch dann angerufen und dann hat den Philipp, glaube ich, und so ist der Kontakt ja auch entstanden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ihr strahlt auch so immer so positiv an die Dinge rangehen, einfach machen, hast du gerade gesagt. Ich glaube, das nehmt ihr dann auch mit. Und glaubt, wir sind wir neugierig, was ihr so macht. Deswegen fangen wir einfach an. Ja, sehr schön. Gut. Also, ich teile hier mal meinen Bildschirm, richtig? So, es ist deaktiviert bei mir. Das müsste einmal freigegeben werden. Ja, Herr Detloff. Ja, Donja, ich habe dich Ah jetzt ja. als Host freigeschaltet. Du müsstest jetzt ganz kurz. Genau. Jetzt geht's. Wir sehen das. Super. Genau, das ist ja, das Stichwort Mut in der Bildung. Und Bildung ist ja auch, hat ja auch keinen Anfang und kein Ende so richtig. Wie ja gerade auch schon erwähnt wurde, ich habe nach meinem Studium, das habe ich vielleicht nicht so richtig oder gar nicht erwähnt, ich habe, nachdem ich meinen Master in Soziologie abgeschlossen habe, habe ich einen Weg für mich gesucht, meine Leidenschaft auszuüben. Wenn man Soziologin ist, kann man alles und nichts werden.
Und ich habe meine Leidenschaft verfolgt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und bin an Teach First gelangt, eine Organisation, die Studierende an Schulen schickt, die sozusagen, dass man als Fellow in den Unterricht mit reingeht und Lehrende unterstützt. Und parallel kriegt man auch eine Fortbildung, eine didaktische und Leadership-Fortbildung und so weiter. Und mich hat Teach First nach Baden-Württemberg geschickt. Und das war wirklich ein sehr, sehr großer Schritt. Ich habe mich natürlich auch bereit erklärt. Ach so, jetzt bin ich hier. Bin ich der einzige Host? Kurze Zwischenfrage. Wenn jemand reinkommen möchte, soll ich das jetzt managen oder wird das... Ich mache das jetzt einfach mal nebenbei, ne? Nicht so viele Fragen stellen, einfach machen. Okay. Ich habe meine Bereitschaft natürlich auch verkundet und gesagt, ja, ich habe auch Lust auf Veränderungen. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich in Baden-Württemberg in einer sehr, sehr kleinen Stadt namens Tuttlingen lande und am ersten Tag ein Klassenbuch in die Hand gedrückt bekomme und gesagt bekomme, du bist jetzt Klassenlehrerin einer Vorbereitungsklasse. Also eine Vorbereitungsklasse für Kinder und Jugendliche, die gerade erst in Deutschland angekommen sind und die Sprache lernen müssen, bevor sie in den Regelunterricht gehen. Das war der erste Schocker. Und damit beginnt auch eigentlich meine Geschichte. Das ist ein Gruppenfoto, das zum Abschied entstanden ist. Das sind meine Schüler oder Teil meiner Schüler aus meiner Klasse damals in Baden-Württemberg. Und es war ein Jahr mein Einsatz, im Gegensatz zu dem normalen, eigentlichen Teachers-Programm war das nur ein Jahr. Das hatte auch den Fokus Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, das habe ich zusätzlich noch gemacht. Ja, und dann hatte ich 15, 16, 17, teilweise 20 Kinder in meiner Klasse sitzen, die zwischen 10 und 18 Jahre alt waren und unterschiedlich lang in Deutschland und unterschiedlich gut Deutsch gesprochen haben. Die Situation kennen bestimmt viele Lehrende, vielleicht auch Eltern und Schüler. Ist nichts Neues. Aber für jemanden, der in der Form keine Unterrichtserfahrung hatte, war das natürlich eine wirklich sehr große Herausforderung, das zu managen. Was dazu kam, für mich als nächste Herausforderung, die nicht nachlassen wollte, war meine Umgebung dort. So sehr ich mich auch bemüht habe, so sehr ich Kraft und Energie reingesteckt habe und versucht habe, die Klasse zu managen, habe ich gemerkt, dass mein Umfeld mich nicht unterstützt. Das waren meine Kollegen, das war die Schule. Das waren leider zum größten Teil Kollegen, die mir ein Bein gestellt haben, aus verschiedensten Gründen, die nicht kooperativ waren, die mich wirklich hart kritisiert haben für meine Unterrichtsmethoden, für dafür, dass ich nicht mit denen an einem Strang ziehe, was ja eigentlich auch in meinem Sinne war, aber hinter gewisse Bestrafungsformen und Gewaltanwendungen konnte ich nicht stehen. Die habe ich nicht angewendet und das haben sie mir immer wieder vorgeworfen. Das ist so ein bisschen jetzt einfach reduziert und runtergebrochen, um nicht zu sagen, es war wirklich ein sehr herausforderndes Kollegium, das nicht kooperativ war. Dann war das System ein Problem. Die Schüler, die in meiner Klasse waren, die habe ich nicht in einen Regelunterricht integrieren oder rüberschicken können, weil die Schulleitung oder das Kollegium auch wieder nicht mitgemacht hat und auch systematisch argumentiert hat, die müssen erstmal ein gewisses Sprachniveau erreichen. Das Problem war aber, dass da teilweise hier die Jungs, der seit 2 Jahren schon in einer Vorbereitungsklasse war, kurz vor dem 17. Lebensjahr eigentlich dabei sein soll, seine Abschlussprüfung zu schreiben und da hängt und natürlich keine Fortschritte macht, weil er sich nicht integriert fühlt, weil er keine Ziele hat, weil er gar keine Motivation mehr hat, weil er sagt, wann geht es denn endlich weiter? Wann kann ich endlich Prüfungen schreiben? Und ich habe das ganze Jahr gekämpft dafür und erst zum Ende hin geschafft, dass alle in den Regelunterricht kommen, zu meinem Abschied hin erst. Und da natürlich überhaupt in der Schule die systematischen Probleme auch kennengelernt. Meine Mitgründer, Nathalie, Philipp und Freda waren in einem Teach-First-Einsatz in Hamburg und haben sich konkret mit Jugendlichen auseinandergesetzt, die kurz vor der ESA-Prüfung waren, vor dem ehemaligen Hauptschulabschlussprüfung, und da die Herausforderung gemerkt haben, dass die Jugendlichen in der Form, in dem Umfeld, mit dem Selbstbild gar nicht die Chance haben, den Abschluss zu machen. Daraufhin haben die drei ein Mutcamp konzipiert,
Und dann danach den Erfolg auch gefeiert, aber dann festgestellt, was dann, wenn sie den Abschluss in der Tasche haben, was dann? Und da ist sozusagen uns allen auch dieses Übergangsproblem oder diese Übergangslücke sichtbar geworden. Und daraufhin ist dann die Idee der Mut Academy entstanden. Und wie wir funktionieren, darauf komme ich noch. Aber das Problem erstmal in Zahlen, vor allen Dingen in Hamburg gesprochen, ist wirklich diese Lücke, die wir meinen, ist, dass es in Hamburg 60% der Jugendlichen den sozusagen die Schule verlassen ohne einen Anschluss. Und parallel dazu, als Gegengewicht, gibt es ja rund 4.000 Ausbildungsplätze, die unbesetzt sind. Und Jugendarbeitslosigkeit, da steht jetzt 9%, im Schnitt sind es vielleicht 6%. In Prozentzahl vielleicht ist das, mag das gar nicht so als großer verheerende Zahl klingen. Wenn man sich aber vorstellt, was das für in dem sensiblen Lebensalter mit 16 in der Pubertät bis in die 20er hinein, was das für negative psychische Langzeitfolgen mit sich bringt, ist das verheerend. Und das ist das Problem, dem wir uns mit der Mut Academy widmen wollen. Und wir wollen uns am Ende des Tages auch nicht Statistiken widmen, sondern Individuen. Wir haben diese Jugendlichen in unserer Arbeit über Teach First, aber auch außerhalb, diese Jugendlichen kennengelernt. Und Ebro ist dabei und sie wird es euch auch zeigen. Das sind Menschen, die eigentlich sehr, sehr viel drauf haben, die auch Visionen haben, die auch hohen Anspruch für sich selbst haben. Aber wer weiß schon in der Pubertät mit 16, was er machen will, was er werden will? Wer ist schon orientiert in dem Alter? Wenn ich so darüber nachdenke, was ich mit 16 machen wollte, unter anderem vieles, aber es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, ich möchte Schauspielerin werden und habe das auch durchsetzen wollen, obwohl mein Vater immer wollte, dass ich was Vernünftiges studiere. Irgendwann gesagt, ich will Schauspielerin werden und er hat sich bereit erklärt, mich zu unterstützen. Er sagte, pass auf, Donja, ich habe mich erkundigt, du brauchst kein Abitur für Schauspielerei. Er hat mich an die Hand genommen und gesagt, komm, wir gehen zur Schauspielschule und du fängst da jetzt einfach mal an. Und ich habe richtige Panik bekommen, weil ich in dem Alter, in der Zeit gar nicht diese Veränderung wollte. Und einer der Gründe, warum ich auch sehr lange studiert habe, war auch eben, dass ich nicht konkret wusste, was ich machen will. Also um uns mal runterzubrechen, wer weiß schon in dem Alter, was er machen will. Man braucht, wenn man dann weiß, eine Lebensphase, die Schulzeit geht zu Ende, braucht man Orientierung. Und das sind Menschen mit großen Visionen. Teil unserer Arbeit ist es, eine 10-Jahres-Vision aufzuschreiben. Und es werden ja auch wirklich konkrete Dinge genannt. Das, was fehlt, ist das Wie. Wie komme ich dahin? Das, was fehlt, ist das Selbstbewusstsein, sich das zu trauen, die Schritte dahin. Das, was fehlt, ist vielleicht auch die Unterstützung für das Ziel. Was genau das, was ich gerade gesagt habe, in große Begriffe zusammengefasst, mangelnde Ressourcen. Und das ist nicht nur, ob man einen Laptop zu Hause hat oder gute Internetverbindung, sondern auch das Umfeld, die Unterstützung, die Vorbilder. Das ist die Orientierung. Manchmal ist es auch die falsche Berufswahl, weil man vielleicht nicht alle Ausbildungsberufe kennt und sich für etwas entscheidet, was gar nicht so richtig passt. Das ist große Angst, es ist eine große Hemmung, sich überhaupt zu bewerben, sich einer Veränderung und einer Herausforderung zu stellen. Und systematisch wollen wir auch rangehen, um es aufzuzeigen, dass es diese Brücke in der Form, so wie wir es für richtig halten, viel zu wenig gibt, wenn nicht sogar gar nicht. Und die Struktur bewegt sich auch zumindest in die Richtung nicht. Und wir sind der Überzeugung, dass es anders geht. Und daraufhin haben wir die Mut Academy gegründet. Und offiziell, wie gesagt, im Januar 2018 gegründet. Und unser Ziel ist es, dass 80% unserer Stipendiaten die Schule mit einer Anschlussperspektive verlassen. Übrigens, alle Zitate sind echt unverändert, die jetzt auftauchen werden. Ich kriege das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht. Das ist, lässt uns selbst auch immer wieder grinsen, wenn wir es lesen.
Unser Programm funktioniert so, und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch Erfolg haben. Wir begleiten die Jugendlichen über 2 Jahre und wir bereiten sie am Ende der 9. Klasse auf die Prüfung vor, die Abschlussprüfung. Dann bewerben die sich, also diese Jugendlichen sind auch alle freiwillig bei uns, wir sind keine Zwangsmaßnahme, bewerben die sich für das Begleitprogramm in der 10. Klasse. Und damit beginnt die Stufe 2. Der Kern oder das Hauptelement unseres Programms sind diese Mutcamps, die hier markiert sind. Das sind 5-tägige Camps, die außerhalb des Umfelds stattfinden, in Jugendherbergen, wo wir rausfahren und so weiter. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir die Jugendlichen aus verschiedenen Schulen zusammenbringen, dass es da auch eine Durchmischung stattfindet, dass die Jugendlichen auch neue Menschen kennenlernen. Dann haben wir eine sehr intensive 1-zu-1-Begleitung. Das heißt, neben den Camps pflegen wir die Gruppe und den Kontakt übers Telefon, verabreden uns mit denen, die kommen zu uns ins Büro. Wir besprechen uns zu verschiedenen Themen mit denen, bereiten sie vor. Dann haben wir Bewerbungsnachmittage, die ab Januar dann stattfinden, wo die Jugendlichen die Möglichkeit haben, nachmittags zu uns zu kommen mit Unterstützung und Ressource, Bewerbungen zu schreiben und rauszuschicken oder sich auf Forschungsgespräche vorzubereiten. Dann haben wir sogenannte Bewerbungsmarathons, wo dann an einem Tag die ganze Gruppe zusammenkommt und alle gemeinsam Bewerbungen rausschicken. Und das alles mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen, die sich Zeit nehmen und die Jugendlichen teilweise 1-zu-1 begleiten beim Bewerbungsprozess. Und das Programm geht natürlich auch weiter, deswegen sitzt Ebro auch hier heute, obwohl die schon längst fertig ist. Ob wir sie jetzt Alumni nennen, das klingt ein bisschen elitär, aber wir meinen damit, dass das Netzwerk im Endeffekt einfach nur größer wird. Das ist kein Kommen und Gehen, sondern wir sehen uns als wachsendes Netzwerk und binden unsere ehemaligen Stipendiaten verschiedenen Programmelementen ein, dass sie auch als Vorbilder dienen. Das heißt, wir bieten Orientierung, wir bieten Ressourcen und wir bieten Mut. Und Mut beinhaltet nicht nur die sogenannten Mut-Workshops, die auf den Mutcamps stattfinden, die sehr viel Selbstreflexion und so weiter anregen, aber eben diese Haltung hin zum Selbstbewusstsein, was immer wieder durch neue Freundschaften, durch neue Erfahrungen auch erzeugt wird. Und das alles verbindet, das ist vielleicht sogar der Nährboden von dem, was wir anbieten, ist die Gemeinschaft. Das sind die Motivatoren, das sind wir als Kernteam, das sind unsere Kooperationspartner, die Schüler, die ehemaligen Stipendiaten, die das ganze Programm tragen. Und das ist bei uns wirklich ganz besonders stark, weil wir bei jeder, auch bei jedem Rückblicken, bei jeder Evaluation merken, dass wir wirklich dieselbe, mehr oder weniger ähnliche Visionen und dieselben Haltungen mitbringen, was uns so stark macht. Und dass wir auch wirklich damit die Jugendlichen an uns binden. Genau, das heißt, wir schaffen mit dem, was wir anbieten, durch die Orientierung eine Perspektive, durch die Ressource schaffen wir Autonomie und durch Mut und all diese Elemente, durch den Raum sich auszuprobieren, durch diese Mutproben auch, die Teil des Mutcamps sind, wo sie sozusagen simulierte Prüfungen oder simulierte Forschungsgespräche je nach Thema machen und Feedback kriegen, Raum zum Ausprobieren, Raum neue Menschen kennenzulernen, neue Rollen auszuprobieren und sich vielleicht nochmal neu zu definieren in einer sehr sensiblen Lebensphase. Im ersten Durchlauf haben wir unser Ziel erreicht. 82% der Jugendlichen haben einen Anschluss gehabt, nachdem sie die Schule verlassen haben. Im vergangenen Jahr, das heißt im vergangenen Sommer, waren es 70% und das durch und trotz Corona, weil wir natürlich auch sehr spontan sein mussten wie alle anderen und Alternativelemente entwickeln mussten und die Jugendlichen natürlich nicht so einfach über digitale Formate oder beziehungsweise die Gemeinschaft nicht so einfach über digitale Formate zu füttern war. Ähm,
Ja, und was uns natürlich wiederum im Kreislauf wieder selbst Mut macht, weiterzumachen, sind die Rückmeldungen, die wir erhalten von den Mutis, wie wir sie nennen, unsere Stipendiaten, dass wir sie stärken, dass sie Respekt bekommen, dass sie immer wieder gesagt bekommen, mach es einfach, du schaffst es, mach es einfach. Unsere Grundhaltung ist auch empathisch zu fordern. Das heißt natürlich, mit Empathie und Verständnis ranzutreten, aber auch hohen Anspruch zu haben. Also die Jugendlichen nicht dafür zu loben, dass sie einen Stift richtig in der Hand halten, sondern auch wirklich da mit Anspruch rangehen und richtig fordern. Dann zeige ich hier unser letztes entstandenes Social-Media-Kampagnenvideo einmal. Ich weiß nicht, ob also wenn ich an die Mut Academy denke, denke ich an Spiel, Spaß und Freude. Hallo liebe Mutis, aber vielleicht sogar zukünftige Mutis. Die bringen euch bei, wie ihr mutig sein könnt, wie ihr selbstbewusst sein könnt. Man hätte halt auch nie die Schwächen und Stärken herausgefunden. Falls man auch keinen Weg hat und so, hilft die Mut Academy dir, deinen Weg zu finden. Man macht das halt immer in einer Gruppe und dann hat man halt Freude auch daran, Bewerbungen zu schreiben. Das heißt, man war sozusagen noch ein Rohdiamant und die Mut Academy hat mich sozusagen geschliffen. Das Beste vom Besten bringen die euch bei. Wir verpassen, die richtige Ausbildung für euch zu finden. Und die lassen dich dann erst dann los, wenn du wirklich dir sicher bist. Mach mit, wir machen Mut. Ich wünschte, ich könnte nochmal die Mutgrenze machen. Ja, das vielleicht als gute Überleitung zu Ebru. Ebru, würdest du einmal Hallo sagen? Ja, hallo. Richtig schön, dich zu sehen. Danke, dass du da bist. Ja, du hast mir auch gerade zugehört. Vielleicht magst du selber mir nochmal, als ich vorhin erzählen musste, warum du überhaupt mitgemacht hast damals. Habe ich so ein, zwei Ideen gehabt, aber dachte, vielleicht kannst du es selber erzählen, indem du dich einmal vorstellst und sagst, wie du überhaupt zu uns gekommen bist. Genau, also ich bin Ebru, bin 18 Jahre alt und wie ich zur Mut Academy gekommen bin, ist eigentlich eine ziemlich witzige Idee, eine witzige Sache. Meine große Schwester hatte da mal mitgemacht und meine alte Klassenlehrerin ist auch eine Mitgründerin der Mut Academy. Nathalie Rappert ist meine Klassenlehrerin gewesen und ja, dann haben wir halt darüber geredet und nachdem sie halt die Schule verlassen hat, weil sie dann ein Jahr bei uns war, sie hatte halt auch dieses Teach First, genau. Und ja, dann meinte sie, dass sie da auch ist und dann meinte ich so, warum nicht, dann sehe ich sie wieder und habe dann auch ein bisschen was von der Mut Academy, weil am Anfang wusste ich auch nicht wirklich, was ich machen will und was ich denn werden will. Also ich hatte viele Ideen, aber ja, es war halt immer unterschiedlich, was es dann wirklich sein wird, was ich dann wirklich machen möchte. Ich erinnere mich an eine sehr bedeutsame Begegnung mit dir, wenn ich das erzählen darf. Das war auf einem Mutcamp und ich habe damals einen Mut-Workshop geleitet. Erinnerst du dich daran? Ja. Okay. Und wir brauchen gar nicht erzählen, worüber wir gesprochen haben. Ich sage nur, wir hatten danach im Treppenhaus ein sehr, sehr, für mich prägsames Gespräch. Und ich konnte auch viel von dir lernen. Diese Mut-Workshops sind ja auch sehr emotional gewesen. Und das war ja auch ein emotionaler Moment für dich in dem Augenblick, für mich dementsprechend auch. Vielleicht kannst du, weil natürlich heute auch Thema Mut ist und das ist ja auch irgendwie so ein Mysterium immer wieder. Es ist ja auch immer in all unseren Begriffen Mutwoch und Motivator und Motivieren und so weiter. Wir benutzen das sehr inflationär. Aber vielleicht kannst du für dich jetzt im Nachhinein sagen oder erklären, was in so einem Mut-Workshop passiert oder wie wir den Jugendlichen oder dir Mut gegeben haben. Ich muss sagen, auch von der Ausstrahlung her war es sehr viel mutgebend, weil man in der Schule ja auch viel mehr dieses Lehrer-Schüler hat und beim Mutcamp war es halt wirklich, man hat eine größere Person, eine Lehrerin gehabt, die aber nicht wie eine Lehrerin war, sondern eher wie eine Freundin, der du
dich anvertrauen kannst, mit der du reden kannst, wenn du etwas hast. Und Mut ist für mich einfach, ich wusste, dass ich mutig bin, dass ich das machen kann, aber das Mutcamp hat mir einfach gezeigt, dass ich es einfach rauslassen muss. Und auch Mut ist auch für mich so Selbstbewusstsein, dass man selbstbewusst sich bewerben kann, dass man selbstbewusst auch sagen kann, wenn was nicht stimmt. Und das habe ich einfach wirklich bei der Mut Academy rauslassen können und benutze es jetzt im Leben immer noch. Sehr schön. Du hast vorhin sogar mir geschrieben, was für dich sehr wichtig war, da auch neue Leute kennenzulernen. Warum war es für dich so wichtig? Ja, weil also man geht da ja erstmal hin. Beim ersten Camp war es ja so, man ist da mit mehreren Leuten aus der Klasse gewesen. Und ja, dann war es erstmal so, okay, viele Leute aus verschiedenen Schulen und dann sitzt man da. Erstmal war natürlich jeder, der mit denen kennt, saß man da beim Essen zusammen. Und ja, nach der Zeit, also nach der ersten Woche, sagen wir beim ersten Camp, war es wirklich, man hat viele neue Leute kennengelernt. Leute, die ich beim ersten Camp kennengelernt habe, habe ich jetzt gerade immer noch Kontakt. Und das ist wirklich, man hat sich einfach so einen Kontakt aufgebaut, dass man davor einfach gar nicht so vorstellen konnte, weil man lebt wirklich wo ganz anders. Und ja, also das ist schon so wichtig, dass man da auch andere Leute kennenlernt, weil man einfach auch selbstbewusster wird, indem man mit denen auch in Kontakt tretet. Da wir auch bei den Workshops und auch beim Lernen auch immer mit verschiedenen Gruppen waren. Also waren ja nicht immer jeder in der Klasse, mit der er war, sondern es war ja wirklich gemixt. Und da musste man einfach mutig sein und die Leute vielleicht auch mal ansprechen und ja, nach Hilfe fragen, wenn es mal irgendwas gab. Und da war es wirklich echt wichtig. Bevor ich weitermache, es gibt eine Frage. Verstehe ich das richtig? Ja. Es gibt zwei Fragen. A, habe ich, glaube ich, schon raus, ob die Präsentation weitergeht, weil da kam jetzt aus dem Chat, dass die Zuschauer gerne Ebro richtig sehen möchten. Ach so, man kann, ja, klar, die ist vorbei. Das sind nur noch wir und klar, die kann man einmal stoppen. Okay. Dann gibt es schon Fragen, glaube ich, weil an der Stelle ist es ganz gut. Dann machen wir das so. Ich habe jetzt schon mal drei Fragen hier. Da ist vielleicht sogar an euch beide. Wie wird man Stipendiat oder Stipendiatin? Conny, reden, Vollbild, also wieder Redner-Einstellung. Ebro, sag mal. Ja, indem man die drei Camps dann beendet. Also das erste Camp ist ja dann von der Schule gewesen. Und bei dem zweiten Camp, da sollte man sich ja bewerben. Also der erste Camp war sozusagen der Mut Camp. Und die anderen beiden Camps gehörten dann schon zur Mut Academy. Und zur Mut Academy sollten wir uns bewerben. Und dann haben wir sozusagen ganz normal eine Bewerbung geschrieben, wurden dann angenommen. Und zum Schluss gab es dann halt sozusagen auch Zettel, wo dann dran drauf stand, dass man halt Stipendiat ist. Dass man auch fertig ist mit der Mut Academy. Und jetzt eine zweite Frage richtet sich an Donja. Geht ihr direkt in die Schulen oder kommen die Schulen auf euch zu? Inzwischen kommen die Schulen auch auf uns zu. Wir kooperieren inzwischen mit 16 Stadtteilschulen in Hamburg. Und ja, das war ganz unterschiedlich, je nach Schule. Am Anfang haben wir natürlich mit den Schulen gearbeitet, wo wir auch als Fellows eingesetzt waren. Wir kooperieren auch eng mit Teach First Fellows nach wie vor zusammen. So haben sich die Schulen gesammelt. Aber es kamen auch sehr viele Schulen auf uns zu, die Interesse hatten. Inzwischen nehmen wir keine weiteren auf, weil die Kapazität nicht reicht. Für kommendes Schuljahr werden wir aber höchstwahrscheinlich in Hamburg wachsen. Das heißt, mal gucken, ob wir dann nochmal akquirieren müssen. Ja, und dann war eine Frage, wie kann man sich ein Mutcamp vorspielen und welche Bedeutung haben dabei Rollenspiele? Das sind jetzt hier schon Fachfragen von Kollegen. Eines der Hauptziele quasi eines Mutcamps ist das Rausfahren, also das Umfeld verlassen, die Alltagsaufgaben verlassen.
weg vom gewohnten Umfeld und Alltag, in eine Jugendherberge. Das sind für die Jugendlichen 4 Übernachtungen, 5 Tage. Der 5. Tag besteht aus dieser Mutprobe, die ich auch kurz erwähnt habe, je nach Thema, ob das ein Mutcamp zur Prüfungsvorbereitung ist oder Forschung, Bewerbungstraining, ist es dann entweder eine simulierte mündliche Prüfung oder ein simuliertes Forschungsgespräch. Und dafür werden dann externe Juroren eingeladen, die anreisen, neue Menschen quasi, die diese Prüfung abnehmen und ein Feedback geben. Die Tage vorher ist eine Vorbereitung auf die Mutprobe, je nach Thema. Und das sind, die sind gefüllt mit Workshops von morgens bis nachmittags, mit Pflichtprogrammen inzwischen EBRO. Das war damals noch nicht Pflicht, das war nur freiwilliges Angebot. Inzwischen haben wir Sport als Pflicht-Nachmittagsprogramm eingeführt. Der Tag wird dann mit Freizeitprogramm beendet und das wird auch angeboten von Ehrenamtlichen. Das heißt, jedes Mal ganz anders, je nachdem, wer im Team ist, wird es ein gutes Angebot an Freizeitelementen. Dann erstmal hier schon im Chat ganz viel, im YouTube-Chat ganz viel Lob für euch. Daumen nach oben, sehr cool und wie wichtig das ist und so weiter. Wir haben auch wieder Zuschauer von ganz weit weg. Ne? Also die Claudia Weiß ist auch wieder da. Hallo Claudia, in Mailand schaut sie zu. Und wir haben auch in Frankfurt am Main und in verschiedenen Städten Zuschauer. Genau. Aber auch gerne mal die Frage an die Rostocker und an die Schulgemeinschaft Don Bosco. Was glaubt ihr dann, was können wir vielleicht auch von der Mut Academy lernen? Welche Impulse können wir da vielleicht auch aufnehmen? Oder habt ihr vielleicht auch nochmal konkrete Fragen an die Donja? Dann schreibt die gerne in den Chat oder vielleicht meldet ihr euch auch zu Wort. Die Möglichkeit würde jetzt bestehen. Vielleicht noch eine Frage, die ich an EBRO stellen wollte, die jetzt auch auf der Folie zu sehen war. EBRO, vielleicht hast du dir dazu auch Gedanken gemacht, wie kann ein Lehrer Mut machen oder wofür brauchen Schüler Mut? Was ist aus deiner Perspektive die Antwort auf die Frage? Ich muss sagen, die Lehrer können auch ganz viel Mut machen, indem sie auch ein bisschen aus dem Schulsystem rauskommen und auch lockerer werden, sage ich mal so. Also bei uns war das ja eigentlich immer so, Lehrer sind immer auf dem hohen Posten und mit denen kann man nur in einer Lehrerweise reden. Und das war halt beim Mutcamp total anders. Also man hat immer noch diesen Respekt, das ist eine Lehrerin, aber es war immer noch eine lockere Situation, dass man sagen konnte, okay, ich habe ein Problem oder ich komme nicht weiter und vielleicht kann mich der Lehrer oder die Lehrerin dabei unterstützen und helfen. Und wie können sich Schüler gegenseitig Mut machen? Da würde ich echt sagen, also es gibt ja viele Selbstbewusste und auch, sagen wir mal, charakterstarke Leute in den Klassen. Und da würde ich einfach sagen, dass die einfach da auch das zeigen, dass sie ihr Selbstbewusstsein auch zeigen und sagen, ey, ich helfe den und den mal. Weil bei mir war das zum Beispiel das Problem, dass ich war selbstbewusst, aber ich konnte es nicht zeigen oder wollte es nicht zeigen. Und ja, deshalb hat es mir auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Aber ja, jetzt zum Beispiel in der Berufsschule zeige ich es auch, dass ich selbstbewusst bin. Und helf auch einfach. Und da merkt man auch, dass man die ganze Klasse zusammen hochzieht. Und ja. Also ich finde die Idee ganz toll, dass es wirklich eine Gemeinschaft ist, dass man sich da gegenseitig hilft, dass die Erfahrenen den Jungen helfen. Und also das gibt es ja an vielen Schulen eigentlich, ne? Dass die Schüler aus der Schule rauskommen und sie gucken dann Richtung Arbeitswelt und neue Jobs, aber eigentlich könnten sie ja auch den jüngeren Schülern auch noch helfen. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Hier und da passiert das ja vielleicht auch bei Geschwistern, aber dass man wie so ein Mentoring eigentlich hat, das gibt es ja auch in der Wirtschaft, in Unternehmen, ne? dass die Erfahrenen den Jungen helfen und finde das eine tolle Initiative. Vielleicht sollte man auch mal über Mutcamps bei uns nachdenken. Ja, das ist wirklich ein Thema, die Gemeinschaft, deswegen freut es mich persönlich oder uns auch immer, also ganz, also es war bei uns im Team total Thema, dass es diese Sendung gibt und dass auch einfach Lehrer, Eltern und Schüler zusammenkommen, das ist auch immer in unserem Sinne und bei den meisten Menschen kommen wir auch gut an, ich glaube, wir haben nach wie vor Schwierigkeiten, Eltern zu erreichen und das ist auch immer wieder so ein Thema,
was ja auch für uns mit Mut zusammenhängt, neue Dinge und neue Plattformen sich ranzuwagen an das Unbekannte quasi. Das ist auch etwas, was wir vorleben wollen und auch vermitteln wollen. Und dann funktioniert es bei den Ehrenamtlichen, die natürlich eine eigene Agenda mitbringen, weil sie sich einsetzen wollen, einfacher als bei anderen. Und das, ja, Gemeinschaft ist A und O in allem eigentlich. Also mich würde jetzt mal wirklich interessieren, was sagt ihr aus der Schulgemeinschaft denn dazu? Liebe Lehrer, liebe Schüler, liebe Eltern, schaltet euch gerne einmal laut, traut euch, seid mutig. Wer möchte mal was dazu sagen? Wie findet ihr das? Im Chat hat sich irgendwie jemand gemeldet. Ne? Ja, bitte auch in Rostock einrichten, hat jemand geschrieben. Wer weiß. Unsere Don Bosco-Schule ist in der Beziehung sehr weit. Ja, das vielleicht, also, Sven Heilmann aus Rostock. Ich finde die Idee nämlich auch von, die jetzt vorgestellt wurde, sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass die Kiddies in jeder Hinsicht Unterstützung brauchen in einem sehr kompakten, in der Informationsflut, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, wie es nun beruflich weitergehen soll. Also ich weiß auch, dass die Don Bosco-Schule hier schon auch sehr weit ist, steht ja auch im Chat drin. Ich weiß, dass sie von der die Berufsberatung der Bundesagentur auch in der Don Bosco-Schule sehr präsent ist. Von daher ist auch meine Frage, weil Sie sagten ja, dass die Schüler neben Mut auch eine gewisse Orientierung bekommen, inwieweit hier Ergebnisse der Berufsberatung, hier ist eine Kollegin von Frau Sasum zum Beispiel auch dabei, hier mit aufgegriffen werden, dass den Kindern auch so, also aus einem Guss geholfen wird, dass sie dann quasi mit den Erkenntnissen des Mut-Camps dann auch weiterarbeiten können und ja, gestärkt werden in ihrer Suche. Wie ist das? Ja, voll die wichtige Frage. Wir sagen ja auch, wir kooperieren und das stellen wir in den Vordergrund, dass wir mit den Schulen kooperieren, heißt, wir sind eine Ergänzung. Und in diesen 1-zu-1-Gesprächen versuchen wir auch herauszufinden, was bis jetzt schon ausgearbeitet wurde, wenn es denn eine Berufsberatung in dem Sinne schon gegeben hat. Das ist ja nicht in allen Schulen gegeben. Also das brauche ich den Menschen, die in den Schulen arbeiten, nicht erzählen. Das läuft wirklich je nach Kollegium und Leitung ganz unterschiedlich. Und das ist, merken wir auch in Hamburg, bei der einen Schule ist es besser und bei der anderen weniger gefördert. So oder so sind wir aber sehr stark daran interessiert, dass wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern mit am selben Strang ziehen. Und der Austausch ist da sehr eng. Also eine Schülergruppe wird begleitet von einer Person über das ganze Jahr hinweg. Die Person ist immer im Mail-Kontakt mit den Klassenlehrern und gibt immer Update, was gerade passiert ist und wo die Schüler gerade stehen. Ich glaube, da können Sie mehr leisten als auch eine Berufsberaterin, ne, der Bundesagentur. Die hat ja mehrere Schulen und ich weiß, dass da dann auch gewisse Grenzen da sind. Das ist der Riesenvorteil, glaube ich, auch von Ihnen, die Sie darin, was Sie auch bieten können. Ne? Genau. Wir sind auch einfach eine Anlaufstelle, die, die ja eben durch die Gemeinschaft und durch den Spaß und Teambuildings und das Drumherum natürlich auch attraktiver ist, als in einem Schulgebäude in so ein Büro reinzugehen, mit einer Person zu sprechen, zu der man eigentlich keinen Bezug hat. Und das unser Vorteil in dem Sinne. Darf ich dazu kurz vielleicht etwas sagen? Ja. Und zwar, in der Schule wusste ich selber gar nicht, was ich machen möchte. Ich habe wirklich den Beruf, den ich, also ich mache jetzt gerade die SP-Ausbildung und ich muss sagen, den Weg zu gehen, habe ich erst beim Mutcamp herausgefunden, dass ich den Weg überhaupt gehen wollte. Davor wollte ich eigentlich in Einzelhandel oder so wie mein Vater und so. Aber beim Mutcamp habe ich wirklich gelernt, dass nicht der Einzelhandel mein Weg ist, sondern dass es wirklich mit Kindern ist. Also gehst du, lernst einen pädagogischen Beruf. Genau. Und ich glaube, um auf Herrn Heilmann nochmal einzugehen, das stimmt und auch hier das Lob, ich glaube, da sind wir ja, was die Berufsberatung betrifft, sind wir wirklich gut in unserer Schule, das steht außer Frage. Was hier nochmal interessant ist, auch einfach nochmal auch in andere Bereiche reinzugucken und was dieser Weg
wie geht der Weg weiter oder das als Ergänzung zu sehen, wie geht der Weg weiter nach der Schule, denn das hängt, das hat Donja ja gesagt, das hört ja nicht mit der Schule auf, da gibt es ja noch eine Zeit danach, also noch diese Übergangszeit zu gestalten und da auch noch in Kontakt zu bleiben und eben auch die Chance, sich mit anderen Schulen aktiv zu vernetzen. Das ist ja auch ein Anliegen unseres Meetups, sagt Gabriel ja auch jedes Mal, hier eine Chance über so ein Mootcamp. Wir gehen davon aus, dass Corona, ähnliche Dinge, solche Dinge auch wieder mal möglich sind, mit anderen dort in Austausch zu treten, auch hier, ich sag mal, in Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern, mit anderen Schulen solche Camps vielleicht zu gestalten. Und da kann man ganz unterschiedliche Kompetenzen ja einbringen. Ich glaube, da ist auch eine Chance. Also Schulentwicklung sowieso grundsätzlich nicht zu betrachten, nur als so einen egoistischen Selbstfindungsprozess, sondern als einen Prozess, den man gestaltet mit allen. Also nur so kann man, glaube ich, auch Veränderungen dann schaffen. Also mit vielen Schulen. Genau. Also zu dem ersten Punkt nochmal, was vielleicht nicht ganz hervorgehoben wurde, unsere Begleitung, unsere aktive Begleitung, bevor sie Alumni werden quasi, geht ja bis zum Ende der Probezeit der Ausbildung. Das heißt 6 Monate noch. Und wir stellen wirklich diese Brücke und deswegen sind wir vielleicht als Menschen nicht nur Berufsberater, sondern wir begleiten die Jugendlichen bis zum Ende der Probezeit. Und da kommen ja auch erst die Probleme zum Vorschein, ob das der blöde Chef ist oder die Unzufriedenheit mit dem Job oder. Da sind wir sowohl mit den Betrieben, also die Betriebe gehören auch zu unserem Netzwerk und das wird immer mehr aufgebaut, als auch mit den Stipendiaten in Kontakt. Um da einfach dazwischen zu stehen und Konflikte zu beheben. Wenn ich jetzt nochmal Interesse, glaube ich, wie wir an die Ehrenamtlichen kommen und wie wir sie schulen, soll ich das noch schnell beantworten? Ja, sehr gerne. Das ist zum Glück wirklich, also es gibt wirklich viele, auch sehr viele junge Menschen, die Bock haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und die erreichen wir, indem wir entweder durch Werbung, wir haben starke Flyerpräsenz an der Uni Hamburg und das war aber auch sehr, sehr wirksam. Wir haben 2-mal im Jahr versucht, einen Infoabend zu gestalten, um Leute zu akquirieren. Wir kooperieren aber auch mit Unternehmen, wie zum Beispiel Unternehmen, die auf uns zukommen, die ihre Mitarbeiter uns zur Verfügung stellen wollen, ob das jetzt Xing oder Google ist, die bei uns auch um die Ecke sitzen im Büro, die sozusagen ihre Mitarbeiter fördern, sich sozial zu engagieren. Also das läuft unterschiedlich und wir schulen sie je nach Bedarf, ob das jetzt ein Bewerbungsnachmittag ist oder ein ganzes Camp, ist da dementsprechend die qualitative, der Anspruch auch unterschiedlich, aber die werden in jedem Fall von uns trainiert. Es gibt erstmal eine Vorbereitung von unserer Seite. Für ein Camp sind es 2 volle Tage, bevor die Jugendlichen kommen, gibt es Training von unserer Seite. Ja, und die Juni-Motivatoren, ne? Die dann auch noch immer mithelfen. Genau. Was ist das genau? Junior-Motivatoren, das sind diese erfahrenen Schüler. Das ist EBO zum Beispiel. Ja, wir laden unsere ehemaligen Stipendiaten auch zum Camp ein, die berichten, die mithelfen. Wir haben sogar einen ehemaligen Stipendiaten gehabt, der komplette 7 Tage beim Camp dabei war und da Organisatorisches mitgestaltet hat. Also gemeinschaftsbildend auch. Da kommt Gabriel, da sind einige Fragen bei dir und bei mir laufen hier auch viele Fragen auf. Heute ist Frageabend. Also so viele Fragen haben wir noch nicht. Hier kommt zum Beispiel eine Frage zu den Kosten, die möglicherweise entstehen für die Teilnehmerinnen? Fragezeichen. Also das nennen wir bewusst auch irgendwo Stipendium, weil es für die Teilnehmer eigentlich keine Kosten hat. Das ist quasi alles durch Spenden abgedeckt. Wir nehmen aber einen Mini-Mini-Anteil für jedes Camp als fürs Gewissen quasi, damit man auch das Gefühl hat, man hat da was unterschrieben. Das sind dann je nach Camp und Format zwischen 30 bis 40 Euro. Zwischen 20 und 40 Euro und das ist dann pro Camp immer abgerechnet, was man aber auch, wenn man finanzielle Schwierigkeiten hat, auch anders lösen kann. Das wird ja auch teilweise vom Schulverein bezahlt und so weiter. Also das ist bei uns kein Hindernis. Und selbst als euer Social Startup oder ihr werdet durch Stiftung auch unterstützt und durch private Spenden. Exakt, ja.
durch größere und kleinere Spenden. Mit einem sozialen Unternehmen kann man nicht reich werden. Ist auch nicht eure Absicht. Das ist eben, reich werden war bei uns allen nicht die Motivation. Aber reich an Erfahrung und reich an Dingen, die man weitergibt. Ne? Reich an Geld war für uns. Und ist, also, es ist natürlich schon, und das, da sind wir uns auch alle einig, es wird von sozialen Unternehmern wie auch von Künstlern erwartet, dass Dinge umsonst zu machen, weil es ja eine Leidenschaft ist oder weil man das ja macht. Oder also das ist nicht unsere Haltung. Eigentlich sollte man mehr dafür kämpfen und sich einsetzen, dass gerade soziales Engagement mit Anspruch auch angesehen wird. Gerade weil das ja so eine wichtige Arbeit ist, egal in welchem Bereich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber es war, weil die Frage kam, war hier auch schon mal, wie wird das finanziert und so, hatte ich hier auch im Chat. Ja. Ja. Wie sieht denn die Stadt Hamburg das eigentlich? Habt ihr da Kontakt? Unterstützen die euch dabei auch? Finanziell, da sind wir in Gesprächen. Also das ist auch unser Ziel, dass wir öffentliche Gelder bekommen, dass wir teilfinanziert werden von der Stadt. Das ist aber mit Behörden natürlich immer eine größere Reise. Und da sind wir kurz vorm Ziel. Ihr nehmt denen ja auch ein bisschen Arbeit ab. Ja, eben, genau. Das müssen wir aber erstmal beweisen. Genau. So, dann. Ja. Okay, hast du eine Frage, Gerd? Ja. Die Frage lautet: Ihr richtet euch ja in Hamburg an Stadtteilschulen. Ich übersetze das mal. Das könnte man bei uns so mit Regionalschulen vielleicht übersetzen. Habt ihr auch Erfahrungen an Gymnasien schon gemacht, war hier eine Frage. Oder habt ihr auch Stipendiaten, habt ihr auf ein Gymnasium gehen? Nein. Unsere Teilnehmer sind Schüler von Schulen, mit denen wir kooperieren. Und bis jetzt kooperieren wir ausschließlich mit Stadtteilschulen, Regionalschulen. Was aber ja auch nicht heißt, weil es gibt ja auch Schulabgänger nach der 10. Klasse auf Gymnasien. Aber da sind wir noch nicht. Ja, dann vielen Dank erstmal, Donja und Ebru. Danke, dass ihr da wart, dass ihr uns so einen Einblick gegeben habt. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Also ganz toll und inspirierend. Und Gerd, ich glaube, das erweitert einfach auch mal unseren Horizont nochmal zu hören und zu gucken, was da in anderen Städten passiert und da vielleicht an irgendeiner Stelle anzuknüpfen. Ich denke schon. Also wir sind da auch im Austausch und wenn man so ein Projekt initiieren möchte, braucht man eben mehrere Schulen und die Mutakademie ist hier auch auf Unterstützung angewiesen durch Stiftungen und so weiter, das hat ja Donja gesagt und ich denke, da geht noch was, aber auf alle Fälle hat es nochmal Input gegeben, wie man umgeht und ich fand das auch ganz toll, Ebru, hier da Rede und Antwort gestanden hast und dass du selbst auch nach so einem Mutcamp wirklich in den pädagogischen Beruf gehst, das ist natürlich, wir brauchen ja immer Nachwuchs an der Schule. Gute, aufstrebende Kräfte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden. Und wir schauen auch noch mal einmal nach vorne zu unserem nächsten Meetup. Da geht es nämlich um die Frage, wie wollen wir eigentlich unseren Kindern beibringen, Probleme kreativ und auch vor allen Dingen zusammen zu lösen. Das kennen wir so ein bisschen auch aus der Arbeitswelt. Da beschäftigen wir uns ja hier und da auch schon mit agilen Methoden. Da ist von Scrum die Rede und manch einer hat davon schon gehört und wir haben beim nächsten Mal die Uta Eichborn zu Gast und die Uta Eichborn, die arbeitet im Unterricht zwar in einer Berufsschule, aber das macht gar nichts mit Scrum. Das ist also eine agile Methode. Auch der Conny kennt sich damit sehr gut aus. Den werden wir auch nochmal zu Wort kommen lassen nächstes Mal. Und da wird sie uns berichten, wie sie das machen. Da geht es also wirklich darum, die Kinder auch mit in Eigenverantwortung zu bringen. Die teilen sich da auch Aufgaben auf und arbeiten da kreativ zusammen. Sie lernen Selbstorganisation, eine ganz spannende Geschichte. Da bin ich auch schon ganz neugierig, was wir da von der Uta lernen können nächstes Mal. Und, das sei auch nochmal gesagt, die Luise Fräser, die fertigt ja immer ganz fleißig Sketchnotes an von unseren Meetups. Da gehen auch nochmal liebe Grüße raus an die Luise. Wir sind auch schon wieder
in freudiger Erwartung auf die nächste Sketchnote, die das Ganze ja so ein bisschen festhält. Und wir wollen ja am Ende dieser Meetup-Reihe, wir haben ja 8 große Termine, 8 Themen, wollen wir das ja auch dann euch allen bereitstellen und möglicherweise auch ausdrucken, Gerd. Das müssen wir nochmal gucken, wie wir es machen, sodass wir dann auch eine schöne Zusammenfassung haben und eine schöne Diskussionsgrundlage für alles, was danach folgt. Soweit, Gerd. Was nimmst du heute mit? Ja, ich kannte ja, wer war ja schon im Austausch hier mit Mutakademie, nehmt natürlich nochmal was mit und ja, doch so auch so positive Energie, weil es einfach zeigt, dass man dass man Schule eben mit vielen gestalten kann. Und wenn man da Mitgestalterinnen an der Seite hat und junge Leute, die wieder neue Ideen mit reinbringen. Und wenn ich dann auch sehe, dass jemand, der vielleicht eher gar nicht so wusste, wohin mit seinem Leben, dann hat er auf einmal kriegt er so einen Input und fängt an, Dinge zu gestalten, wie Ebro, dann ist das etwas, glaube ich, wo wir selber wieder Mut schöpfen können. Ja. Da können sich andere Kinder dann auch wieder ein Vorbild nehmen, andere Jugendliche oder in Austausch treten. Da, sicherlich gibt es da auch die Möglichkeit, über die Mutakademie dann auch nochmal vielleicht die Möglichkeit, wenn es da Jugendliche gibt, die noch Fragen haben oder so, dass die dann einfach eine E-Mail schicken können. Wir setzen unter das Video, was dann wieder in den nächsten 2-3 Tagen auch auf der Homepage, auf dem YouTube-Kanal ist, werde ich auch noch so die Homepage, die auch sehr sehenswert ist, da sind auch noch einige Videos drauf, kann man noch mehr erfahren, dass man den Link findet und vielleicht kann man dann auch schreiben, wer dann noch eine Frage hat. Ich denke, das waren ja auch noch einige Fragen hier aus dem Chat von Coaches und anderen, die zugucken, die dann auch Spezialfragen haben, die jetzt vielleicht für die Allgemeinheit nicht ganz so interessant sind. Auf alle Fälle ganz, ganz, ganz viel Lob hier im Chat für Ebro und Donja. Genau, und wir möchten auch gerne die weiteren Fragen und Anmerkungen, Feedback und Kritik von euch und von Ihnen allen aufnehmen, auch in dem Zeitraum bis zum nächsten Meetup. Und da haben wir ja unser Padlet. Auch das kannst du ja gerne nochmal in die YouTube-Beschreibung dann vielleicht mit reinstellen oder natürlich auch in der E-Mail an die Schulgemeinschaft. Da kann dann also jeder quasi als App auf dem Handy oder auch am Desktop gerne nochmal seine Meinung dazu schreiben, eine Frage stellen oder auch möglicherweise einen lesenswerten Artikel dazu ergänzen, sodass wir da auch im Austausch bleiben dazu. Ja, ich hatte heute, weil du sagst Ausblick, wir haben ja dann in 2 Wochen schon den nächsten Termin, du hast dazu was gesagt, das war so ein bisschen dein Thema, da muss ich mich noch reinarbeiten in die Thematik. Dann werden wir in 4 Wochen das Thema Feedback haben. Da hatte ich heute einen sehr interessanten Austausch mit Nina Mühlhens, die dann dazukommen wird noch, die ein interessantes Projekt entwickelt haben. Da geht es auch um Instagram und TikTok und weiß ich was. Da kann man schon neugierig sein. Und unser Rostocker Startup-Unternehmen Tweetback als Feedback-App. Und Jan Tauer wird etwas allgemein zu Feedback sagen und wie man damit in der Schule umgeht. Der hat ja große Erfahrung mit der Universität hier in Rostock. Dann und am 26.02. schon mal als Ausblick, da geht es um Demokratie und Digitalisierung. Franziska Ziep habe ich heute schon zum Geburtstag gratuliert und da habe ich heute die Zusage bekommen, da wird unser Oberbürgermeister Klaus Ruhe Madsen mit als Gast dabei sein und aus seiner Erfahrung, seine dänische Sichtweise auf Digitalisierung, aber eben auch aus Blick aus dem Rathaus zur Demokratisierung und zur Demokratie etwas sagen. Ja, und Kathi Ahl dann am 11. März, die bündelt alles. Auch das, also wir haben einen guten Fahrplan. Einmal ist es in den Ferien, aber ich denke, wer Lust darauf hat, kann auch, ist dabei. Genau, in diesem Sinne, danke, dass Sie alle dabei waren heute. Es war wieder eine spannende Runde. Es wird, wie gesagt, im Anschluss bereitgestellt. Auf YouTube kann man sich gerne noch anschauen. Bleibt ihr alle gesund. Und wir freuen uns auf Feedback und Austausch. Und dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ja, mutige Grüße an alle. Tschüss. Ciao.